So, herzlich willkommen beim nächsten Teil unseres Bootcamps für 1.48 Taktik. Heute geht es ums Eingemachte, aber mehr nach dem Intro. Ja, wie ihr gesehen habt, heute geht es ans Eingemachte, an den Nahkampf. Die letzte Lösung, wenn alles nichts mehr nützt, ran an den Feind. Ich versuche euch das jetzt hier anhand von ein paar Beispielen auf einer Spielplatte zu zeigen. Aber schauen wir es uns im Detail an. So, in dieser Folge kümmern wir uns um den Nahkampf. Jetzt sagen wir mal, Christian, hier dargestellt, möchte Harry im Nahkampf angreifen. Der deutsche Spieler ist am Zug und Christian sagt eine Rambewegung an, also 4, es geht sich mit 4 nicht aus, da kommt er hierher. Was könnte Christian jetzt machen? Christian könnte natürlich schießen, weil er unter einem Zoll ist zur Deckung, das heißt, er würde die Deckung ignorieren. Er kann sich auch nicht in Deckung werfen, das heißt, er hat 2 Schuss auf die 4, das wäre eine Option. Christian ist aber ein harter Brocken, er will es genau wissen. Er macht noch eine kurze Bewegung, ja, und ist quasi am Baserand und geht damit in den Nahkampf mit Harry. Beide Miniaturen oder beide Spieler haben keine zusätzlichen Nahkampfwaffen oder Skills. Das heißt, der Angreifer hat 4 Würfel, der Verteidiger hat 4 Würfel und machen wir mal kurz eine Probe. Also ein Sechser ist es schon, es ist einmal eine tödliche Verwundung. Ja, im Nahkampf zählen nur die Sechser. Jetzt spielt der Harry zurück, der hat auch einen, sind beide verwundet. Das heißt, die Seite würde umgelegt werden. Jetzt darf der Deutsche nur mehr mit 3. Hat wieder einen Sechser, das heißt, Harry wäre in dem Fall schon jetzt erledigt. Und der amerikanische Spieler darf aber noch einmal zurückschlagen. Steht jetzt hier, hätte auch einen Sechser. Das heißt, dieser Nahkampf wäre eigentlich sehr blutig, aber unentschieden. Quasi beide mit der letzten Kraft den Gegner noch das Messer irgendwo reingerammt. Das wäre Faktum 1. Faktum 2 wäre, oder Möglichkeit 2 ist, dass Christian den Nahkampf gewinnt. Damit darf sich Christian hier hereinbewegen, weil er wirft quasi seinen Gegner raus und muss sich dann quasi mit Base-Kontakt irgendwo ablegen. Ja? Sonst bleiben die Miniaturen, die Gefallenen, immer an Ort und Stelle. Anderes Beispiel, jetzt ist Harry ein wenig besser bewaffnet, weil Harry hat jetzt die Zusatzbewaffnung Bajonett. Kostet ihm einen Punkt und bringt ihm in Hand-to-Hand 2 Attacken dazu, plus die Priorität. Ja? Das heißt jetzt, wenn jetzt Christian einen Angriff machen würde. Er sagt, ich gehe in den Nahkampf. Ja? Wurde ihm aktiviert. Dann hat Harry, weil er eine Priorisierung hat im Nahkampf, das Bajonett nämlich, den Vorzug, zuerst würfeln zu dürfen. Davor ging es noch parallel. Da hatten beide gleichzeitig. Jetzt würfelt Harry zuerst, hat 4 Original plus 2 dazu, hat er 6 Würfel im Nahkampf. Ja? Und in dem Fall 2 Sechsen sogar. Der Nahkampf wäre schon im Ansatz gescheitert. Ja? Weil durch die Priorisierung, die er Harry hier erzielt hat, mit dem Bajonett, darf er zuerst würfeln. Es erfolgt nicht gleichzeitig. Und das Ergebnis zählt sofort. Ja? Ups. Was anderes wäre, wenn auch unser guter Christian
mit einem Bajonett bewaffnet wäre, ja, dann gibt es natürlich keine Priorisierung, weil beide Zusatzbewaffnungen haben. Das heißt, hier würde es wieder simultan erfolgen. Beide gleichzeitig. Aber natürlich mit den erhöhten Punktenwerten. Also in dem Fall sogar gleich 6 und 6 Würfel, die jeder verwenden könnte. Es gibt natürlich auch die Option, dass er zum Beispiel nur Hand-to-Hand 1 hat. Also eine Nahkampfsteigerung von einem Punkt oder einem Würfel. Dann ist noch immer der mit der höheren Nahkampfsteigerung der erste dran und es geht nicht simultan. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Hätte er hier nichts, ja, also Christian hätte nur das Training, hat damit schon um einen Würfel mehr. Heere hat nichts, das heißt 4 plus in dem Fall ein Würfel dazu auf die 5 wäre wieder eine Priorisierung und der Gegner muss den Wurf abwarten. Immer wichtig für die Nahkämpfe, bitte darauf achten, wenn jemand Zusatzbewaffnungen hat, wird er priorisiert. Wenn sie ausgeglichen sind, sprich dieselben Werte erhalten, gesamt selben Werte, dann ist der Nahkampf simultan. Und er wird bis zum bitteren Ende geführt. Ja, da gibt es dann nichts. Dieser Nahkampf wird, bis eine der Figuren am Boden liegt, durchgeführt. Aus Erfahrung, aufgrund der letzten Spiele, das waren oft Eigentore. Ja, muss ich ganz offen und ehrlich gestehen. Kann leider passieren. Ein Nahkampf ist einfach ein Risiko. Ja, das war jetzt unser Video zum Bereich Nahkampf in 1.48 Taktik. Wie ihr gesehen habt, das kann gut gehen, keine Frage. Es kann natürlich auch ein verdammtes Eigentor werden. Aber egal wie, es ist immer eine sehr, sehr blutige Angelegenheit. Also aufpassen, mit wem man sich im Nahkampf anlegt. Ja? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr bei unserer nächsten Folge zum 1.48 Bootcamp wieder dabei sein würdet. Bis dorthin, bleibt gesund und liebe Grüße.